Ich würfel mal die dunkle Gabe. Hast du doch gerade schon. Nee, das muss 8, 7, 15. Ich glaube, das war irgendeine Selbstbeherrschungsprobe. Ist egal, aber kommt 18, 15, das. Ich wollte gerade sagen, also da sind alle drüber. Alle von wie viel? 15. Das wird jetzt einfach mit der MR verglichen, das sind dann die Sterne, die du hast. Genau, richtig. Du hast 11. Du hast eine MR von 11. Nein, da hast du dann 11 Sterne. Ach so, du hast eine MR von 4. Wäre schön, wenn ich MR 11 hätte. Ich wollte gerade sagen, das ist ganz schön heftig. So, das heißt, ich habe jetzt Sternchen über für die für die Realitätsdichte. Das heißt, du darfst jetzt eine Selbstbeherrschungsprobe. Also erstmal, du bekommst die Realitätsdichte, setzt sich aus mehreren Dingen zusammen. Ah gut, ich kann auch so durchlesen, wie ich Realitätsdichte zusammensetze dafür. Oder steht es dabei, bei der Gabe? Nee, steht hier nicht drin. Also ich muss gerade nochmal in WDZ. Na, achso, ich habe da jetzt auch gerade weitergewertet. Was haben wir gesagt? 2, 4, 8. Der Albtraum dauert höchstens TRP-Sternen halbe Stunden. Das ist egal, es geht jetzt hier um diesen Kampf. Zur Realitätsberechnung werden die TRP-Sterne addiert. Die Gabe wird auf Clinch plus MR gewürfelt, das heißt, ich hatte da noch die 15 über. 15 plus 4 sind 11. Das sind 11 Sternchen für die R-Realitätsdichte. Ich möchte es gerne einfach nochmal vorlesen aus dem Kapitel, ja? Also, ich wollte den Traum. Vision, Gesicht, Wahrtraum. Ein solcher Traum, der sich auch im wachen Zustand einstellen kann, zeichnet sich durch eine hohe Realitätsdichte und kurze Dauer aus und dadurch, dass der Träumer stets passiv bleibt. Visionen werden stets von jenseitigen Mächten geschickt und laufen vor dem geistigen Auge des Träumers ab, meist ohne, dass eine ausgestaltete Traumwelt entsteht. Viel wahrscheinlicher sind vorgegeben ablaufende Handlungen oder auch nur sprachliche Äußerungen. Im letzten Falle spricht man nicht von Visionen, sondern von Auditionen. Bei Wahrträumen kann es auch sein, dass im Geist des Träumers eine gerade real ablaufende Situation in großer Entfernung bewusst wird oder dass er gar einen Blick in eine mögliche Zukunft erhascht. Im Sinne dieser Definition erzeugt die Liturgie göttliche Verständigung am Adressaten ebenfalls eine Vision. Ja, das ist egal. Das Gefährliche an diesen Wahnvorstellungen ist, dass das Opfer durchaus in der Realität noch handlungsfähig ist und sich selbst und andere durch seine Handlung Schaden zufügen kann. In gewissen Rahmen fallen auch verschiedene Blabla egal. Addieren Sie für fremd erzeugte Träume einen Wert, der vom Erzeuger der Träume abhängig ist? Das ist Luca. Das werden jetzt hier die TR4-Sterne sein. Genau, dann haben wir jetzt da unten sozusagen die untersten vier sind interessant. Anderer Diener Targonitots, anderer Dämon, Targonitot, anderer Erzdämon. Und dann muss ich sagen, anderer Dämon würde ich, oder anderer Diener Targonitots, genau, gesagt, würde ich wahrscheinlich damit gleichsetzen. Ich würde sagen, Diener Targonitots. Ich würde sagen, die halben Sternchen plus den 1W6 plus die 3 von Albträumen da oben. Das klingt akzeptabel. Ich meine, mir ist es ganz egal, was rauskommt, ich bin so oder so am Arsch, aber das klingt akzeptabel. Ja, also 6 plus 1W6 plus 3. Also 9 plus 1W6 im Endeffekt. 9 plus 1W6 sind 6, sind 15. Genau, das ist die Erschwernis für seine Sinnenschärfenproben, um dagegen anzugehen. Um jetzt festzustellen. Um zu feststellen, genau, dass das Ganze, was er da sieht, jetzt hier wirklich Wahnvorstellungen sind, Illusionen und Träume in seinem Kopf. Die anderen können sich in der Zeit, also alle anderen Spieler können sich in der Zeit mal überlegen, was er sieht. Das schaffe ich nicht. Hast du dein gutes Auge? Das schaffe ich nicht. Würde ich auch in den 15 Jahren kaum schaffen. Amenelaus, der erste Albtraum, der auf Jalan einprasselt. Ja, der erste Albtraum, der auf ihn einprasselt, ist, dass plötzlich sein Gegner vor ihm verschwimmt, ganz anders aussieht und dann die Gestalt von Blutschluck annimmt. Mit einer klaren roten Wunde am Hals. Er starrt dich an, hasserfüllt. Er öffnet seinen Mund, will etwas sagen, doch durch die geöffnete Kehle kommt kein Laut heraus. Und dann greift er dich an. Eisemann, Torgosch. Ja, gerade noch stand vor ihm Blutschluck. Schon dreht er sich um und ist umringt von Mitgliedern seiner ehemaligen Gemeinde aus dem Schnattermoor. Er steht nicht mehr in der Arena, er steht auf dem Dorfplatz. Es brennt, es wird geplündert. Überall sind Banditen. Wer ist das? Wer greift sie an? Schnattermoor steht in Flammen. Schnattermoor steht in Flammen. Ömer. Ja, Theodin, der am Rand steht, wird von dir ganz schnell angeschaut, weil Lucardus einfach sich in Rauch aufgelöst hat. Hektisch blickst du dich um, siehst zu Theodin hin und neben Theodin steht Lucardus von Kemet. Er hebt seinen Rabenschnabel und nur noch ein Sturmangriff von dir könnte unseren Theodin retten vor dem bösen Angriff von Lucardus von Kemet. Doch in Wirklichkeit ist Lucardus von Kemet gar nicht dort.
Wer aber dort steht, ist unser guter Amenelaus, der gerade etwas zu Theonin sagt. Aber das ist die Realität, die du nicht ganz so wahrnehmen kannst. Habe mir, Theonin Yagraveti. Was sieht er noch? Vor ihm aus dem Boden entsteht eine kleine Pfütze. Es scheint Wasser zu sein, dunkles Wasser. Eine Hand, halb skelettiert, greift aus diesem Wasser hinaus, aus dieser Pfütze. Greift nach dem Sand des Bodens. Etwas scheint sich hervorzuziehen aus dieser Pfütze. Ein Oberkörper, halb zerfressen. Und dann kommt das Gesicht. Er erkennt den ehemaligen Archenkapitän, den er zu Tode gebracht hat. Hasserfüllt blickt er ihn an, zieht sich sein Stockdegen, sein Rapier, glaube ich, hat er damals gehabt, aus der Pfütze und stürmt auf ihn zu. Hasserfüllt, Mord in den Augen. Am Rande der Arena kannst du erkennen, wie gerade der Alchemist der Lurith Mangrace Myria den Kopf abgeschnitten hat und sie verkehrt herum an ein Boronsrad gekettet hat, während sie langsam ausblutet. Die anderen, die jetzt am Rande der Arena stehen, können sehen, wie Yalan seinen Anderthalbhänder fallen gelassen hat, deutet, greift in die Luft, in die Leere, sein Blick ist verklärt, hat nur noch ein weißes Auge, der Rest des Augapfels ist nach oben gedreht, in den Kopf hinein. Ist komplett woanders. Komplett woanders mit seinen Wahnvorstellungen. Lucardus von Kemet derweil hat sich erhoben. Die vielen Kämpfe, die er jetzt hier, oder die vielen Schläge von Yalan, die er eingesteckt hat, haben ihn gezeichnet. Ein bisschen schwarzes Blut, was heruntergelaufen ist. Er schlägt dann ein einziges Mal zu, während Yalan immer noch dort steht, sich nicht wirklich wehrt. Der Rabenschnabel hackt mit aller Brutalität in die Wirbelsäule von Yalan. Und das Gift fängt an zu wirken. Damit mit dem Schmerz von dem Gift, was in dich strahlt, in deinen Körper, wirst du wieder wach, kommst wieder zu Bewusstsein. Und sinkst zusammen. Die Waffe ist getränkt mit Halbgift, Qualität D. Dein Mut, deine Gewandtheit, Attacke, Parade, TP und Initiative halbieren sich für die nächsten Spielrunden. Du kannst mal die neuen Werte eintragen. Und dir in der Zeit, während du das einträgst, überlegen, ob du deinen Schicksalspunkt verbrennst oder nicht. Wenn ich es aufgebe, muss ich ihn dann verbrennen? Kannst du jetzt gerade aufgeben? Hat er denn jetzt irgendwie einen Hammerschlag gemacht in seinen Rücken oder so? Oder? Ganz, ganz normaler Angriff, der durch die Rüstung gedrungen ist. Also ich kann da auch gerne nochmal irgendwie den Schaden auswürfeln. Eigentlich ist es egal. Es geht nur darum, dass das Halbgift wirkt. Ich bin wieder wach und damit handlungsfähig, ja? Generell ja, mit den verringerten Attributen und Werten. Sag mir nochmal bitte, was verringert wird. Moment. Dein Mut wird halbiert. Deine Gewandtheit. Damit eben auch alle abgeleiteten Werte. Mut, Gewandtheit, Attacke und Parade. Deine TP halbieren sich und deine Initiative. Mit der TP-Halbierung wird es natürlich jetzt interessant, wenn du ihm Schaden gibst, wo er dann steht am Ende. Sag doch einfach mal deine aktuellen Werte durch, aber wie hoch ist dein Mut? Der neue modifizierte dann? Ja. 8. 8. Gewandtheit. Hälfte von 5, also 8. Hälfte von 15, sorry. Attacke? Wird halbiert, ja? Attacke Basis wird halbiert, ja. Attacke Basis wird halbiert. Attacke wird halbiert. Scheiß drauf, ich heb den Namen und gebe auf. Die anderen können erkennen, wie Lucardus kalt und milde lächelt. Wie der Winter. Und ein weiteres Mal ausholt. Wenn ihr jetzt nichts tut, bin ich gearscht. Möchtest du deinen Schicksalspunkt verbrennen? Was krieg ich dafür? Du überlebst. Bau neu. Das ist kein Deal. 3. Krieg keinen Schicksalspunkt, kann ich mich dann kämpfend aus der Arena zurückziehen, wenn ich ihn hergebe? Nein. Okay, du kriegst ihn.
Galotta und Belshi Rasha stehen gleichzeitig auf, erheben sich und Belshi Rasha fängt an zu klatschen. Galotta hebt gönnerisch die Arme. Dieser Kampf ist zu Ende. Lucardus von Kemet siegt. Er dreht sich dann zu Galotta um, steckt den Rabenschnabel wieder zurück an seinen Gürtel, greift sich sein Schild, den Großschild, und ohne eine Verbeugung oder dergleichen geht er vom Platz. Ich habe mittlerweile vielleicht auch nicht die Geistesgegenwart gehabt, meine Waffe mitzunehmen. Bin irgendwie zu, erst in die falsche Richtung, dann auf die Loge zu. Dann habe ich endlich meine Kameraden gefunden und zu denen gestolpert. Komme bei vermutlich Theonin-Riccio-Abelmir an, stütze mich erstmal auf ihn, halte mich an seinem Zauberstab fest, wenn er ihn dabei hat. Nein. Ich? Wo? Ja, was? Grüß euch. Was? Moment. Kommt her. Ihr geht sofort den Helm ab. Platz und einen Stuhl, okay, wo ihr rumsteht, hoffe ich, eure Bank. Ja, kannst du finden. Daneben steht auch noch der große Tiegel oder die Tiegelchen, die kleine Holzkiste mit den vielen Fläschchen Teriyak. Gib mir das! Ich reiche ihm mit spitzen Fingern dieses Gebräu. Ich schaue auch sehr unglücklich dabei, wenn er sich das nimmt. Ich korke ihn mit den Zähnen auf. Jalan sieht aus wie so ein kleines Kind, zitternd in den Händen, in den Armen von Tio Ninja Cravetti. Der ganze Zittern geht durch den Körper. Er sieht einfach aus wie ein kleines Kind, was gerade gestraft ist. In seinen Augen die blanke Furcht, Entsetzen, Panik. Kriegt auch gar nicht mehr den Korken alleine auf. Ja, yo, Diodin. Ich versuche mir die Flasche aus der Hand zu nehmen, wenn er danach nochmal greifen will. Und da relativ ineffektiv mit den Zähnen an dem Korken rumzubeißen. Tut das nicht. Was? Gib mir das, ich brauche das. Ja, ihr braucht das nicht. Vertraut mir. Das ist doch sein Heiltrank. Seid stark. Und Ömer greift dazwischen und will ihm das öffnen. Ich krieg keine Luft, verdammte! Ich lass auch immer da nicht ran. Also kannst und seinen Kopf wirklich mit beiden Händen packen, ihm tief in die Augen schauen und ich möchte ihn untersuchen. Was willst du? Du willst immer auch nicht daran lassen? Ich lasse eine andere aufkocken, wenn du willst, aber ich werde auch immer das Ding nicht geben. Nee, er wollte deine Hand umschlingen sozusagen, dass du das fester halten kannst und dann mit der anderen Hand oben an den Korken greifen, dass er den Korken einfach öffnen kann, ohne es dir aus der Hand nehmen zu wollen zum Öffnen. Er wollte dir helfen. Ja. Er hat sozusagen mit seiner Hand deine Hand, die momentan etwas schwächlich ist und zittert, einfach umschlungen und mit deiner anderen Hand einfach um am Korken gegriffen und dort dann den Korken einfach nur abgemacht oder aufgeschraubt. Danke. Ja, dann stützt er dich auch so ein bisschen und führt deine Hand mit der Flasche drin zu deinem Mund. Ja, lass erst mal deinen Heiltrank. Man schaut Theonin an, das ist ein Heiltrank. Nichts Schlimmes. Das hat er früher auch schon häufig genommen. Bei einigen Kämpfen. Und dann hilft man ihm, dass er da ein paar Schlucke runterkriegt. Oh, es ist kalt. Trinkt langsam. Was ist passiert? Ihr habt aufgehört, euch zu wehren und dann hat er euch in den Rücken geschlagen. Ich würde sagen, er ist einfach um euch rumgegangen mit zwei großen Schritten und er stand dort ohne Waffe in der Hand, aber er hat irgendeinen fiesen Zauber gemacht. Stimmt. Ach, Zauberei. Was habt ihr gesehen? Ich blicke ihn an, irgendwie grob. Ich blicke mit Theonin an, mehr so grob an seiner rechten Schulter vorbei, als würde jemand hinter dir stehen. Schüttel dann nochmal den Kopf und kneif erstmal die Augen zu. Ruht euch aus, ihr müsst später fit sein für die Parade und so, ihr wisst schon. Wir haben heute noch viel vor, die tolle Parade und so. Wir wollen noch den Streitwagen ausfahren, all die tollen Dinge. Ich gehe erstmal auf den Kampf. Ich fasse irgendwie ins ein bisschen Mut gefasst, vielleicht auch ein bisschen Kraft durch den Teriyak wieder in den Körper bekommen. Die Kälte, die durch dich strömt.
Deine Wunden waren gar nicht so sehr oberflächlich, sondern waren mehr in deinen Gedärmen. Die Angst hat in deine Innereien gegriffen und auch dagegen hilft das Teriak. Selbstverständlich, es hilft gegen alles. Das leise, wohlige Flüstern, was dich beruhigt, wie ein kalter Vater. Bitte mich auf dem Schwert ab, stoße jetzt noch einen Sand, um mich daran festhalten zu können. Blicke nochmal über die Arena in die Menge, die sich hoffentlich so langsam verteilt. Dann kommt Rand noch da. Ist gemeinsam mit Aludith Mingrace abgegangen. Ja, wir. Die sind weg. Die sind weg. Wenn man sieht, wie du über den Arena-Sand zur anderen Seite schaust. Aber sind schon vor einigen Minuten gegangen. Dann holt ihn zurück! Der Kampf ist zu Ende. Egal, holt ihn zurück! Ich weiß gar nicht, wo er ist. Torxis von Freigeist kommt auf den sandigen Platz, der jetzt auch mit dem Blut von Yalan, das ist nur ein bisschen Blut, gedrängt ist, und springt umher. Seine Gestalt ist vom Limbus gezeichnet, hervorgerufene Pusteln, die sein Gesicht bedecken und auch seinen Nacken etwas verkrusten. Schmeißfliegen umschwirren ihn und Summen dringt auch unablässig an eure Ohren. Und während er sich einmal räuspert, ein paar Fliegen ausspeit, die aus seinem Rachen hervorgeklettert sind. Dieses Turnier ist beendet. Torxis verkündet feierlich. Gewonnen hat Lucarus von Kemet. Wir gratulieren. Lob und Anerkennung an alle, die mitgemacht haben und es überlebten. Rache! Wurde über das Feld. Hört ihr mich, Kemet? Euch werde ich noch kriegen oder die Hölle schicken, in die ihr gehört, bei allen Göttern, die mir zuhören wollen. Der Trilodin, den letzten Rest seiner Kraft scheinbar aufgebraucht, lässt sich dann auch wieder in den Stuhl, auf die Bank sinken. Torxis ist an dich herangetreten, ist immer näher gekommen und biegt dir einmal mit seinem Zeigefinger auf die Nase und verschwindet dann. Löst sich wieder auf in 1000 Fliegen und ist weg. Von der Ehrentribüne gehen dann nach und nach die ganzen hohen gestellten Persönlichkeiten gehen ab. Einige beglückwünschen auch noch Beshi Rasha, denn immerhin hat ihr Champion es bis auf den zweiten Platz geschafft. Gut, wie geht es weiter? Das Turnier ist beendet. Eigentlich beginnt jetzt euer Einbruch. Ja, wir warten erstmal ab, Jorodin, das kommt, wir bringen euch erstmal in Schwarz und Rot und schauen erstmal nach, dass es euch besser geht. So viel Zeit haben wir noch. Ja, bestimmt. Ja, natürlich. In Schwarz und Rot. Auf die. Helft mir mal kurz. Meine. Ja, man hilft ihm mit allem, was man kann und schleppt erstmal uns alle mal zusammen ins Schwarz und Rot. Ist mein Arm kürzer geworden? Und dann schaut man erstmal nach, dass man vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit, irgendwie ein Getränk bestellt, dass man irgendwie mal guckt, wie lange, ob wohl Jerodin jetzt wohl in den nächsten, was ich, 20, 30 Minuten besser geht. Oder ob da jetzt hier noch, ob die Effekte lange anhalten. Nein, das Halbgift endet nach 7 Spielrunden. 7 mal 5 Minuten sind 35. Richtig? Ja. Sind 35 Minuten in einer halben Stunde. Das heißt, wenn ihr ihn dann auf die große Couch vom Schwarz und Rot hieft, ihn da abstellt, dann vielleicht im Vorbeigehen noch einmal die eine oder andere Scharniere geöffnet von seiner Rüstung, geht es ihm wieder gut. Wir haben ihn erstmal da rausgestellt, weil dann kann er sich erstmal ein bisschen ausruhen und dann wird er wahrscheinlich auch bald wieder erwachen. Seine leichte Verwirrung und körperliche Schwäche weichen dann auch irgendwann wieder der Mischung aus grimmig und permanent angepissten Blick, den er schon hat, seit ihr von der Sichel runtergekommen seid. Alles wieder gut oder besser zumindest? Reden wir nicht drüber. Ich bin nur froh, dass Morgan im Zweihandwaffenkampf nicht mehr teilnehmen konnte. Den will ich mir jetzt echt nicht geben. Gut, dann können wir uns ja
langsam an den Spaziergang in der Stadt zu schaffen machen, oder? Mal schaut mal so allgemein die Runde. Mit einem leichten, süffisanten Klatschen kommt Belshi Rascher auf euch zu. Ausgezeichnet, mein Champion, ausgezeichnet. Ihr habt wohl gestritten und niemand konnte erwarten, dass ihr Lucardus von Kemet besiegt, aber ihr habt es nun ja fast geschafft. Ich habe schon gedacht, dass ihr es dann doch noch über den Wall schafft, aber nun ja. Was soll man noch erwarten? Meines Wissens habt ihr nicht paktiert, oder? Aber wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr sie in sogar einen Kreis tiefer gestoßen. Diese Vorstellung war auf alle Fälle sehr, sehr überzeugend. Und unabhängig davon hat euch bereits der Dämonenkaiser in seinen Palast laden lassen. Wir sind heute Abend also dort einbestellt. Ihr habt wohl gestritten. Werden wir es nicht ausschlagen können, um unsere Aufwartung zu machen. In dem Moment, wo Belshi Rascher schon auf ihn zukommt, hat Ömer schon einige Schritte weit zurückgemacht, weiter von ihr weg, den Kopf geneigt, um nicht respektlos zu erscheinen, aber definitiv großen Abstand zu der Frau. Natürlich hätte ich das alle ohne eure tatkräftige Unterstützung auch nicht leisten können. Das weiß ich. Ich glaube, dass Teriak hat geholfen. Ihr dürft die restlichen Ampullen behalten, wenn ihr mögt. Es kostet zwar ein kleines Vermögen, aber wer bin ich, dass ich es euch jetzt verwehren würde? Immerhin habt ihr dem Hause Pavi großen Ruhm gebracht. Soweit ab von der Heimat. Ich hoffe, wenn ich eines Tages noch einmal auf die Hilfe des Hauses Pavi zurückgreifen muss, wird sie mir gewährt werden. Selbstverständlich. Wenn ihr dort einmal eintrifft in Gloranien, sagt Bescheid. Wir werden euch gebührend empfangen und ihr seid in Pavi immer ein sehr willkommener Gast. Wenn ihr mögt, kann ich euch auch ein kleines Schlösschen bieten. Je nachdem, wie ihr es gern hättet, in dem kalten, im kalten, eisigen Norden, in der Grimmfrostöde, ganz wo ihr wollt. Oder ihr zieht euch etwas weiter nach Süden zurück, ganz wie ihr wünscht. Ich fürchte, meine Tage in diesen Breiten sind noch nicht gezählt. Was verschlägt euch denn eigentlich außer diesem Turnier nach Yol'Gurmak, wenn ich fragen darf? Eigentlich war ich nur auf der Durchreise, einen alten Freund besuchen. Einen alten Freund besuchen. So, dann hoffe ich, dass ihr ihn gefunden habt oder finden werdet. Wenn ihr mögt, ich habe keinen Bedarf mehr an Streitwagen, an den Pferden, die ich euch gegeben habe. Da, wo ich herkomme, warten noch viele mehr. Ihr könnt sie behalten. Dann will ich doch dankend annehmen. Seid euch gewiss, dass ich in Oranernorz zu großem Ruhm fahren werde. Was ist mit euren Begleitern? Sollen sie ebenso die Siegel aus Pavi tragen? Meine Begleiter schätzen, wie ich auf meiner Reise miterkennen musste, ihre Unabhängigkeit doch sehr. Also gut. Wenn sie euch geholfen haben, werden auch sie sicherlich auf einige Mittel von uns zurückgreifen können. Immerhin, Dukaten bedeuten uns wenig. Gefälligkeiten sind doch sehr viel wichtiger. Aber selbstverständlich doch. Ich würde einfach mal sagen, ich gebe euch, wie viel? Sagen wir 1000 Dukaten. Die könnt ihr dann unter euren Gesellen aufteilen, wie ihr mögt. Jeder, wie er gearbeitet hat. Und wenn ihr meint, dass ihr den Rest behalten müsst, dann behaltet den Rest. Diese Sorge werde ich tragen. Wenn ihr mich entschuldigen möchtet, ich werde noch ein wenig ruhen vor dem großen Anlass des Kaisers. Selbstverständlich. Wenn ihr noch etwas braucht, ich befinde mich oben. Ihr könnt mich jederzeit in meinem Zimmer aufsuchen. Sicherlich. Du weißt, was das bedeutet. Immerhin hattest du diese Angebote schon. Ja, ich habe das Kurzschwert schon wieder fast in der Hand. Zum Glück liegt es auf der anderen Seite des Raumes. Damit geht Belshi Rascher ab und ihr seid wieder alleine. Meine Herren. Irudin, es gibt eine ernsthafte Sache, über die wir dringend reden müssen. Ja, die 1000 Dukaten. Ich beginne mir ernsthaft Sorgen, um euch zu machen. Weswegen? Also wir mal wieder die Mittel des Feindes effektiv gegen ihn wenden. Ihr habt ernsthaft in der Hauptstadt der Dämonen vor so ziemlich jedem Paktierer blutige Rache geschworen und dabei alle Götter angebetet? Habt ihr eigentlich den Verstand verloren? Was soll das denn heißen? Wisst ihr überhaupt, wer zuhört, wenn ihr so etwas brüllt? Hoffentlich alle, damit Kemet doch erfährt, wer kommt, um ihn zu holen. Hoffentlich alle?
Oh, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Sicher, über was ihr überhaupt redet? Seid ihr sicher, dass ihr nicht gleich hier bleiben wollt, weil ihr hierher gehört? Erzählt ihr denn da? Passt besser auf eure Worte auf und denkt darüber nach, was ihr sagt. Ihr seid sehr, sehr nah am Abgrund. Bin schon an Abgründen entlang balanciert, da kanntet ihr mich noch gar nicht. Und das macht es jetzt besser? Das macht es immer noch recht, genauso wie es damals recht war. Der Zweck heiligt die Mittel und wir können sie uns nun einmal nicht aussuchen. Der Zweck heiligt nicht die Mittel, wenn das Ende schlimmer ist als alles, was ihr aufhalten wollt. Ihr seid so kurz davor, selbst einen Pakt einzugeben. Es ist eine Beleidigung, die ich euch nur durchgehen lasse, weil ihr jetzt ein guter Reisegefährte wart. Ich will euch warnen, ich will euch davor schützen, dass ihr eine Dummheit begeht, die nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ihr seid so kurz davor, einen Fehler zu machen, der nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ich mache keine Fehler, ich liefere Ergebnisse, verdammt! Ihr habt blutige Rache vor dem Dämon der Rache geschworen. Wenn es einen Fehler gibt, den man machen kann, dann das. Ihr solltet euch ganz klar überlegen, warum wir hier sind und für wen wir hier sind. Wir sind hier! Weil Nemrod den Bodensatz vom allerletzten brauchte, den er auf eine Selbstmordkommando über die Berge schicken konnte. Deswegen seid ihr hier. Jetzt eure Ausrede, warum ihr zum Feind überlaufen wollt? Überlaufen? Ich auch, ich meine. Mit Panzerhandschuhe fängt sich an. Ich streite da ein. Ich geh dazwischen. Ich nehm die. Dass ihr mich aber... Theonin, lasst mich los! Den werde ich mal niederlein prügeln, das glaubt ihr aber. Ihr seid doch auch Adliger. Denkt, wo sie sind. Nicht einmal selber zu... Guckt doch, wie ihr euch verhaltet hier. Jerodi, beruhigt euch. Wir sind auch noch in dieser Vorhalle, oder? In diesem Vorraum vom Hotel, oder? Ja, ihr seid alleine. Achso. Schaut euch doch einmal selbst an. Wie reagiert er darauf? Jerodi, beruhigt euch. Beruhigt? Warum soll ich mich beruhigen? Denkt an euren Stand. Mein Stand. Mein Stand, den ich seit Jahren immer wieder vor euch verteidigen muss. Ihr beschmutzt ihn mit euren unwürdigen Benehmen. Die ganze verdammte blutige See ist von Leuten, die einen Scheiß auf Stand geben. Das Einzige, was da draußen zählt, sind Ergebnisse, genauso wie hier. Und das wisst ihr, ihr wart da. Das mag sein. Und wir sind nicht dorthin gekommen, wo wir am Ende waren, indem wir vorsichtig waren. Oder indem wir keine Risiken eingegangen sind. Wir haben entgegen des besten Rates von so ziemlich jedem die Sache in die Hand genommen und damit gearbeitet. Oh, und jetzt seid ihr kurz davor, in die Hand des Feindes zu spielen und selbst der Feind zu werden. Ich denke, dass wir aktuell uns gerade... in einer sehr ungünstigen Situation befinden. Ich denke nicht, dass Jerodin irgendeine aktuelle Grenze, die ich hier sehe, die er sich selbst auferlegt hat, überschritten hat. Und deswegen glaube ich, dass er mit sich selbst ruhig im Reinen sein kann. Ich bin mit mir auch im Reinen. Ich habe mein Auge, meine Ehre und beinahe mein Leben für das Reich und die Götter gegeben. Wollt ihr ich muss mir nicht länger ich muss mir nicht länger anhören, wie ihr mir so etwas vorwerft. Verschwindet! Gebt mir aus den Augen! Ich gebe euch eine Warnung, bevor ihr einen Schritt zu viel macht. Und wenn ihr diesen Schritt zu viel macht, dann werde ich auf der anderen Seite stehen. Vielleicht sollten wir uns alle mal etwas beruhigen.